Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Mit einem Update. Ich bin zurück. 2-3 Tage ist nicht so online gekommen, weil es halt auch nicht wirklich was passiert. Wir sind im Lockdown, in Quarantäne. Quarantäne ist eigentlich nur eine Einschränkung. Aber die ist jetzt seit einer Woche offiziell. Ungefähr heute ist der 7. Tag. Letzte Woche Freitag um 0 Uhr. Also auf Samstag, Freitag, auf Samstag. Ist in Kraft getreten und seitdem ist nicht viel los. Ich zocke eigentlich nur Hearthstone die ganze Zeit. Battlegrounds, Road to 10k. Ich bin gerade erst bei kurz vor 8k, also dauert noch eine Weile. 10k ist ungefähr die Grenze, da beginnen die Klassen sozusagen. Eine Woche ist vorbei und jetzt gibt es ein Update von mir bezüglich Pokémon Go und also Neuigkeiten im Spiel und Neuigkeiten bei mir, was ich so alles so in letzter Zeit gefangen habe. Hab mir jetzt 2-3 Tage Auszeit gegönnt. Ich muss sagen, ist echt erfrischend, wenn man nicht dran denken muss, boah, jetzt muss noch ein Video hochkommen, jetzt muss noch das gedreht werden, jetzt muss noch rausgegangen werden dafür, weil geht halt einfach nicht. Ich hoffe, ihr bleibt sicher und man muss sich natürlich nicht immer nur zu Hause bleiben, man kann auch spazieren gehen und so, aber natürlich immer sehr vorsichtig. Keine Gruppen natürlich, Menschen meiden, aber ein bisschen spazieren geht schon noch. Man versucht das meiste rauszuholen. Ah ne, fangen wir erstmal an mit den Sachen in Pokémon Go. Neues Event hat heute Morgen angefangen, Psycho-Event, ja, was soll ich sagen. Es gibt Shiny Poppins. Der ist neu, kann man jagen irgendwie mit Rauch und so. Ihr wisst, Rauch hält immer noch eine Stunde. Erstmal die Quest, die interessiert mich immer am meisten, weil vielleicht gibt es da irgendein neues Pokémon, das ich auf 100 jagen will. Nein, gibt es leider nicht. Poppins gibt's, fange 5 Natu. Den gibt es halt neu in Shiny. Könnte man dafür halt jagen. Entwickle einen Abra für ein Fleckmon. Brauche ich natürlich nicht. Besiege ein T-Rocket für wohin genau, brauche ich nicht mehr. Ich habe mir ja einen erlöst 100er geschnappt. Sonst hätte ich den schon gebraucht, aber jetzt nicht mehr. Und 1000 Staub für 10 Psycho-Pokémon fangen. Nicht sehr interessant, um ehrlich zu sein. Event an sich ist jetzt nicht wirklich so interessant. 2 neue Pokémon. Keine Ahnung, wie die heißen, aber 2 neue. Die gibt es nicht aus der Quest. Was schade ist, weil normalerweise gibt es die neuen auch in der Quest. Dann könnte man die direkt 100 jagen. Aber was kein Problem ist, denn die sind relativ häufig und bereits einer von denen ist 100 schon aufgetaucht. Also sollte kein Problem sein. Und Raid-technisch... Ja, also erhöht sind halt Psycho-Pokémon, auch mehr Psycho-Pokémon aus den Zweiern, aber ist nicht ein interessantes Psycho-Pokémon dabei. Zumindest meiner Meinung nach, vielleicht ist irgendwas Interessantes für euch dabei, aber bei mir ist null Interesse an diesem Event. Es sind wieder die 2 neuen, die versuche ich hier in 100 zu bekommen und Shiny Poppins halt, aber das war's. Raid-technisch ist, wow, Raid-technisch tote Hose. Wo sind die Raids? Oh mein Gott, was geht da ab? Andererseits ist es natürlich gut, weil jeder hat eh gesagt, Raids sollten runtergeschraubt werden, Raids sollten eigentlich gestoppt werden. Dementsprechend, das ist fast genauso wie gestoppt werden. Ich sehe nicht einen einzigen interessanten Raid, außer Alola Raichu halt immer noch. Einser, Poppins, Abra, Fleckmon, Spoink, Medite. Nee, danke. Zweier, Gigafarik, normal Kokowai. Nee, danke. Kirlia. Das war's auch schon. Auf jeden Fall sehr, sehr stark reduziert. 3 Absiana, Alola Raichu, Rosana, Lepumentas. Nein, danke. 4er, nur Metagross. Also krass runtergeschraubt. Und 5er, Voltolos und Cobalion immer noch. Und eigentlich hätte ja Lugia für dieses Event auftauchen sollen. Das haben die abgesagt. Und ganz ehrlich zu sein, verstehe ich nicht. Klar, man will halt nicht, dass die Leute rauslocken und so, aber es gibt halt immer noch 5er Raids. Macht das jetzt so einen großen Unterschied, ob es Shiny Lugias oder Shiny Voltolos, normal Voltolos oder Shiny Cobalion. Ich meine, an sich gibt es immer noch 5er Raids, also eigentlich ist es doch egal, ob es Cobalion ist oder Lugia. Und Shiny Lugia ist auch nicht das erste Mal da, also so krass ist es auch nicht. Und zusätzlich dazu, dass halt gecancelt wurde, also Lugia abgesagt wurde, gibt es den ja dann auch nicht in der PvP-Belohnung. Also keine Ahnung wieso, aber die hätten Lugia einfach da lassen können. Die hätten ihn halt trotzdem gehen können. Jeder, der einen Raid macht, okay, Lugia braucht ein paar Leute mehr, ist aber, denke ich, auch nicht so ein großer Unterschied. Und dann hätte man Lugia aus der PvP-Belohnung haben können. Andere Sache noch, die Spezialforschung Monats-Rocket-Ding da, Giovanni, wurde jetzt um einen Monat verlängert für alle, die diesen Monat es halt nicht geschafft haben. Ja, weiß nicht. Ist auf jeden Fall leidend für mich, weil ich habe den schon am Anfang des Monats gemacht. Jetzt muss ich einfach 2 Monate auf den neuen warten. Hätte man auf jeden Fall auch besser lösen können, als das einfach um einen Monat zu verlängern. Vor allem für alle, die es schon halt gelöst haben, ist es halt mega, mega langweilig. Und
Und natürlich auch die Medaille, die ist ja besiegt an Giovanni jedes Mal für eins. Das heißt, du brauchst für Goldmedaille eh schon mehrere Jahre. Wirklich Jahre. Und um einen Monat da zu verlieren, das ist schon heftig. Klar, es gibt größere Probleme auf der Welt, aber hätte man auf jeden Fall besser lösen können. Letztes Thema, Safari-Zone. Wurde ja abgesagt, aber jeder, der ein Ticket hat, kriegt die Spawn zu Hause. Und dafür gibt's ein Safari-Hut, Pikachu, das ist neu. Und Shiny Teddiosa. Ja, kann man sich gönnen. Und nächsten Monat, also in 2 Wochen, ist es genau dasselbe für alle, die Liverpool gebucht haben. Die kriegen die Spawns einfach zu Hause. Und ja, ich bin gespannt, wie das dann so ist zu Hause. Jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Update. Mir geht's gut, Leute, keine Sorge. Es ist halt schwierig jetzt videotechnisch irgendwas zu finden. Klar, man kann sich immer Sachen aus den Fingernägeln saugen oder wie auch immer das heißt. Aber natürlich, ohne Gameplay macht es nicht so viel Sinn. Man kann hier und da noch ein paar Folgen. Ich mache ja viele Folgen auch nicht draußen, aber hier und da kann man schon noch ein paar Sachen von zu Hause ausbringen, aber man ist eingeschränkt, das auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz versucht man immer ein bisschen zu zocken und jetzt zeige ich euch ein paar Highlights, meine Ausbeute in der letzten Woche, in den letzten 2 Wochen, was auch immer. Angefangen mit Nincada. Ich habe den 100 bekommen. Das war echt richtig leid, den zu jagen, zu bekommen, vor allem jetzt unter diesen Umständen. Aber ich hatte Glück und ich habe einen bekommen. Der wird nächsten Max Up Monday auf jeden Fall gemaxt. Check den Max Up Monday von heute ab. Von letzter Woche. Von dieser Woche. Letzte Folge halt. Weil seitdem habe ich nichts hochgeladen. Check den gerne ab. Wir haben Gen 4 beinahe komplett gemaxt. Also alles, was noch übrig war. Weil wir hatten jetzt so viel Staub vom Sternstaub-Event. Auch wenn wir da nicht viel gezockt haben. Wir haben das meiste rausgeholt und um die 2 Millionen Staub gemacht. Und das auch direkt wieder rausgeballert für den Rest einfach von Gen 4. Ja, freut mich sehr, der wird auf jeden Fall gemaxt. Während meiner Leinenjagd nach diesem 100er habe ich bekommen 3 Shiny. Einer davon sogar 98. Ich so, boah, ganzes Glück aufgebraucht. Jetzt kommt sicher kein 100er mehr, weil 98er Shiny so knapp am 100er Shiny vorbei. Ich denke mir so, fuck, den kriege ich sicher nicht mehr 100. Aber kam zum Glück noch. Und den 96er können wir wegschmeißen eigentlich. Das war der davor mein bester. Apropos Shiny 100er. Ich habe ein Shiny Alola Dictor 100 bekommen. Verrückte Story. Okay, die Story ist gar nicht so verrückt. Ich habe natürlich schon einen 100er gehabt. War aber relativ low. Dann ist ein 100er reingekommen. Ich habe gesehen, boah, ich war zufällig relativ nah. Gar nicht so weit. Kein großer Umweg. Ist eine kleine Verbesserung. Der war, keine Ahnung, was Level. Auf jeden Fall besser als der, den ich schon hatte. Bin hin, hab den gefangen, angeklickt, boom, Shiny. So, oh, nice. 100er Shiny und das ist jetzt mein 5. 100er Shiny. Ich habe einen Zubat aus der Quest 100. Shiny 100er Mewtwo, ihr wisst Bescheid. Shiny Lucky 100er Kyogre, ihr wisst Bescheid. Und Shiny Lucky 100 Spoink. Dann, allgemein schillernd, habe ich in letzter Zeit auch überraschend viele und gute Sachen gefangen. Das ist so noch das Letzte, was ich euch erzählen will. Zickzacks, was weiß ich, der wievielte. Shiny Alice, absolut haben wir getauscht letztens. Ist leider kein 100er, aber Shiny Alice ist natürlich das, was ich jage. Geben nicht so viele Leute her, haben nicht so viele Leute, also ich freue mich über jeden. Grüße gehen raus, vielen Dank an Cheffe. Meinen ersten Fukano habe ich bekommen während des Events. Sehr nice. Ich hoffe, viele Leute haben jetzt Fukano bekommen, weil Fukano war bisher schon relativ selten und schwer zu bekommen. Und ich brauche den ja noch Shiny Lucky. Ein 96er Shiny Sichler aus der Quest, weil ich habe die Quest sehr oft gemacht. Weil ich wollte ja das Nincada 100. Und es gab immer Nincada und irgendein anderes Pokémon. Panzergon, Sichler und noch was. Deswegen habe ich auch ein paar Sichler bekommen. Unter anderem eben diesen 96er Shiny und diesen 98er Shiny. Attack aber 14, glaube ich. Yes. Aber trotzdem, 98 Shiny, nicht schlecht. Anomid aus dem Ei. Was soll ich sagen? Alter Niantic, was macht ihr? Was ist das? Ist immer noch dieses Fossil-Ei-Ding, was eigentlich eine Bestrafung ist und kein Event, keine Belohnung, kein Bonus. Und ich weigere mich eigentlich, 7er zu brüten. Aber manchmal ist es so, ihr öffnet Eier und während ihr Eier öffnet, Geschenke öffnet, öffnet sich ein Ei und ihr bekommt einen Platz und dann öffnet ihr ein Geschenk und dann kriegt ihr einen 7er. Nein, bitte hört auf mit diesem schlechten Event.
dieses Fossil-Ding ist die dümmste Idee, die ihr jemals hattet und ist einfach nur eine Bestrafung. Weg damit. Bitte weg damit. Auf jeden Fall, ich habe einen Shiny Android dadurch bekommen. Shiny Taubsee einfach so. Und zwei Shiny Fritzeblitz, die hatte ich auch noch gar nicht. Auch nicht schlecht, ja. Schnellbedeck weiß ich gar nicht, ob das während des Events war. Sneeble war auf der Shiny Dark Tour, also schon länger her. Das ist so meine Ausbeute in der letzten Woche so gewesen. Letzten zwei Wochen, was weiß ich. Ich hoffe, euch geht's gut, Leute. Das war so ein Update von mir. Mal schauen, wie es so weitergeht mit den Videos. Ich habe echt keine Ahnung. Es ist momentan alles sehr komisch, sehr schwierig. Aber passt auf euch auf. Und das war's von mir, Leute. Ihr wisst bestimmt, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier Business.